Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Schwester Randomizer 1,5 Nuzlocke. Leider ist in der nächsten. Alles klar, fängt gut an. In der letzten Folge Genesis gestorben. Deswegen haben wir Ephozerp. Ist das, glaube ich, Ephozerp? Whatever. Wir haben Drake aka Ephozerp ins Team geholt dafür. Mit dem Item Glücksei, damit es schneller levelt, weil es noch 27 ist. So, Drake hat die passive Notdünger. Stärkt Pflanzen attacken, wenn Not am Mann ist. Denk mal einfach, wenn Slow Life ist, oder? I don't know. Das hat auf jeden Fall Wachstum, Grasmixer, Egelsamen und Megasauger. Ich muss mal eben abchecken, was Grasmixer macht. Stärke 65, Genauigkeit nur 90. Anwender greift an, indem er das Ziel ein scharfes Blattwerk einwickelt. Senkt eventuell die Genauigkeit. Also im Prinzip einfach ein Wickel. Okay, wir müssen auf jeden Fall zum Flugzeug hier irgendwo. Was Flugzeug? Professor Exe wollte uns doch am Flugzeug treffen, oder das hier unten? Aber hier unten war ja keins. What? Okay. Vielleicht hier im Radio Tower? Ja, nice. Professor Exe, hallo, tut mir leid, dass du warten musstest. Lass uns Geraldine auf der Stelle darum bitten, ihr Flugzeug startklar zu machen. Okay. Professor Exe hat ihre Untersuchung inzwischen offenbar abgeschlossen. Möchtest du auch in meinem Flugzeug mitfliegen? Oben ging es ja, glaube ich, nicht mehr weiter. Ich glaube, wir haben es zu Ende erkundet. Ja, da war die Pokémon-Liga, glaube ich. Die Victory Road zur Pokémon-Liga oder so. Irgendwie so. Whatever. Wunderbar. Lass uns einen Abflug machen. Hey, Geraldine. Okay, ich hatte gerade volles Déjà-vu. Whatever. Bitte bring uns nach Mosentiero. Alter, was sind das für Fuckboy-Namen? Schnauf, schnauf, puh. Einen Augenblick bitte. Ich fliege mit. Ich möchte nämlich den Janusberg erkunden. Den Arnusberg? Okay. Hört, hört. Aus dir spricht der wahre Forschergeist, Bell. Na schön. Wir fliegen alle zusammen. Auf geht's nach Mosentiero. Nach Monte Carlo, oh, ab in den Süd. Okay. Wenn alle stark sind, kannst du losgehen. Damn. Bad Cutscene, yo. Wir heben ab. Blackscreen und sind direkt am Landen. Okay, ich habe mich nicht daran erinnern können, dass die Flugbahn so lang war. Gamas. Meine Immersion ist schon ruined. Ich kann nicht mehr zocken. Nope. Mosentiero. Ich sollte dir wohl verraten, warum ich dich hierher gebracht habe. Charon hat mir berichtet, dass eine Gruppe namens Team Plasma vorhat, mit Hilfe der legendären Pokémon die Herrschaft über die Einalregion zu übernehmen. Wie du ja weißt, gibt es in der Einalregion zwei legendäre Drachen-Pokémon, Zekrom und Reshiram. Und ich bin mir sicher, da kommt Saftkorn und dieses Zebretender-Tinder-Pokémon raus, oder dieses eklige. Aber vor 2 Jahren haben Zekrom und Reshiram jeweils einen Trainer als Helden anerkannt und folgen ihm. Also kann es eigentlich nicht sein, dass Team Plasma die legendären Pokémon für ihre Zwecke missbraucht. Nicht wahr? Was haben sie bloß vor? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Capri-Sonne. Aber es gibt noch so viel, was wir über Zekrom und Reshiram nicht wissen. Das Beste wäre wohl, wenn wir uns aufteilen. Drache, Erwache, American Dragon, wir bauen auf deine Hilfe. Ja, whatever. Hätten wir Nein gedrückt, könnten wir eh nicht weitermachen. Das ist Pokémon. Na dann mal auf zum Vulkan, Feuer-Pokémon, dies, das, Ananas. Ja. Wie gut, dass hier alles random ist, deswegen sind hier nicht nur Feuer-Pokémon vertreten oder Gestein oder Sand, Eis, I don't know, Frostkrampf. I don't know. Also irgendwie sowas in der Art. Oh, Pokémon. Kingstein. Braucht man Kingstein nicht für Kingler? Oder für, wie hieß dieses eine lilane schlafende Pokémon nochmal? Fleckmon, genau. Aber nicht für Fleckmon, für die Weiterentwicklung zu
Fleck King oder ich habe keine Ahnung mehr. Müller Masler, RIP. Fleck King, ey, ich habe echt keine Ahnung mehr, RIP mir um Pokémon, wa? Das ist halt so der Nachteil, wenn man halt Pokémon Let's Playen tut. Und dann in der Nuzlocke. Und dann sowieso gar keine Ahnung hat, weil man mit der, ich glaube, dritten Generation aufgehört hat. Alpha. War das Alpha und Rubin? Nee, Alpha und Rubin, mhm. Rubin und Saphir. Alter, was ist denn los, Leute? Ja, und die habe ich nur einmal durchgespielt. Bandsticker, nice. Und das ist schon 10.000 Jahre her. Und dann, wie gesagt, kam ich ja mit X und Y wieder. Und ich spiele nur Pokémon, wenn ich die Scheiße hier aufnehme. Das heißt, jeden zweiten Tag einmal. Oder halt am Tag zwei, dreimal wegen pre-recorded und so, Voraufnahme. Wenn ich weiß oder wenn ich mir irgendwie vorstellen kann, okay, an dem Tag wird's scheiße, kann den nicht aufnehmen. Ja, und dann sich alle Pokémon dazu merken, die neuen und was weiß ich, Ladestrahl. Und dann vergisst man das auch wieder, weil man zwischendurch wieder streamt, man zockt was anderes, man hat andere Sachen im Kopf, dies, das. Ich gebe aber mein Bestes, Leute. Und ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Mir wurde ja gesagt, das macht das Ganze eigentlich umso lustiger und umso spannender, weil jeder einzelne YouTuber, der Pokémon bringt, neue Route, by the way, der kennt sich mit Pokémon entweder zu 50% aus oder zu 80% oder zu 100%, aber die meisten kennen sich eigentlich bis zu 90% aus und das ist dann nur lustig, wenn die sterben oder irgendwas passiert. Ja, whatever. Ich versuche halt zu entertainen, ne? Wir gucken mal, was wir bekommen als First Encounter. Ich weiß, das Pokémon kann stark werden. Ich will es aber trotzdem nicht haben. Aber ich fange es einfach. Weil ich bin mir sicher, mit dem nächsten Level Up wird es sich weiterentwickeln direkt. Und ja, wir brauchen einfach etwas mehr Abwechslung in unserem Team. Es sind fast immer dieselben Typen. Jetzt haben wir mal ein Eis-Pokémon. Das ist schon was anderes. Okay, never mind. Der Yolo-Ball. Natürlich ging der Yolo-Ball nicht, weil ich halt ausgewechselt habe. Macht ja auch irgendwo Sinn. Okay, wir werden uns halt komplett keinen Schaden machen. Ist aber vollkommen normal. Kann ich mit leben. Wait. War das kein Eis-Pokémon? Warum beißt hier sowas an? Oh. Wieso hätte das nicht vorher anbeißen können? It's Batman. Aber das war doch ein Eis-Pokémon, oder nicht? Safe. Okay, anscheinend nicht, weil der durch Wasser gestorben. Okay, wir können es von hier nicht snacken. Du hast an mir gerufen, hier bin ich ja schon. Okay. Bin etwas gerade verwirrt. Strongman Cammy. Austos? Okay. Ja. Bin etwas verwirrt und verstört. Okay. Schutzschild. Okay. Okay, fließ den Drona Blitz, den Drona, Drona, Drona Blitz. Okay, der Drona Blitz hat Damage gemacht. Slam. Slam. Gegen Wachstum.
Oh, dadurch steigen Angriff und Spezialattacken. Ja, ich mach den Grasmixer weg, der ist scheiße. Lieber habe ich eine Attacke, womit ich mich boosten kann. Der Bäumer. Aber, ja. So. Ne? Macht schon irgendwie Sinn. Vielleicht hätte ich doch ins hohe Gras gehen sollen. What the fuck ist das? Viridium. Ist das auch ein Legendary? Weil es gibt ja Terrakium. Viridium, Heatran. Ist das ein Gras-Pokémon? Ein Gras-Legi? I don't know. We shall see. I seriously don't know. Macht richtig gut Damage. Macht richtig gut Damage. Nice. Very nice. Und Flammsturm. Connected. Okay, ist Pflanze. Ja, der Burn. Nice. Very nice. Very nice, very nice. Wir gehen mal zurück. Heilen unsere Pokémon und dann kaufen wir mal wieder ein paar neue Tränke. Beep, 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 beep. Danke für deinen Einsatz. Deine Pokémon sind wieder topfit. Übrigens, die drei Leute da oben haben sich in der Matrix eingeklinkt. Ich hoffe, es ist kein Problem für sie. Okay, so viele brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Weil wir langsam ein Level erreichen, wo wir Hypertränke brauchen, etc. pp. Aber Superschutz kann man immer gebrauchen. Und den Rest sparen wir einfach. Pokébälle haben wir, glaube ich, noch 20 plus oder so. Ne? Das sollte locker erreichen. Mach mal Platz hier. Scheidensaal. Ach, Seidenschal. Scheidensaal. Oh mein Gott, ey. Alles klar, Digga. Oh, die Aufnahme heute, ey. Karohaus. Wait a second. Das ist eine neue Route, Boys. Das ist ein wildes Po. Knew it. I know it, I knew. Und was ist es? Bruh. Bruh. Alter. Wir hätten als nächstes bei Stragoran an oder so. Blub, blub, blub. Get summoned, Bro. Macht Slam mehr Schaden als Megasauger? Glaube nicht, aber. Pokémon. Das. Licht. Oh, wir müssen auf Attacken klicken. Slam. 80, Megasauger, 40. Ah. Das ist cool, das ist cool. Okay. Ja, okay, kein Problem. Macht eh keinen Schaden. Außerdem haben wir Egelsamen auf unserer Seite. Und du bist dead. Zaltag. Nice, okay. War das nicht, wenn man irgendwie ein Pokémon mit Zaltag getötet hat, dass man mehr Gold kriegt oder eine Chance hat, mehr Gold zu kriegen? Aber wir haben mehr Gold bekommen, weil er Zaltag angesetzt hat. Also ist es egal, wer Zaltag anwendet. Frag mich, was man in dem Haus machen soll. Schwarones!
Schwarones, du kriegst jetzt einen Megasauger. No, God! Oh Gott. No, God, please, no! 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 Okay. Heute ist nicht mein Tag, Leute. Warum? Warum bleibe ich mit einem Gras-Pokémon gegen ein Flug-Pokémon drinne? Hä? Warum mache ich sowas? Warum? Kann mich vielleicht einer mal wachrütteln oder so? Warum mache ich so eine Scheiße, ey? Entweder das ist Gestein oder Wasser, auf jeden Fall können wir hier nicht bleiben. Definitiv nicht. Deswegen hole ich einfach mal One Punch rein. Gucken, welcher Typ das ist. Weiß nicht. Ach. Ja, war nicht effektiv. I know. Kraftwelle. Und du bist dated. Okay. What? Okay, dann nehme ich nochmal Kraftwelle. Bam. Ich bin so fucking triggert, ey, gerade. Seriously, Leute, ich bin so triggert. Baumball. Okay. Bekommen wir das? Wie bekommen wir ja den Pokéball? Entoxa. Das Pokémon habe ich schon übelst lang nicht mehr gesehen. Schon richtig lange. Wird jetzt eh Toxin einsetzen oder so? Safe. Toxin oder Hydropumpe? Wickel, okay. Die Attacke kannst du ja auch noch, der useless. What? Jetzt hat sich alles verschoben. Was fuck macht der Typ hier? Oh, schön, dass man hier auch mal jemanden anderen über den Weg läuft. Mein letzter Pokémon-Kampf liegt schon so lange zurück. Würdest du mir die Freude machen, gegen mich zu kämpfen? Ich kann nur nicht mal Ja oder Nein auswählen. Bringt uns einfach. Hält uns wahrscheinlich fest. Kämpfe mit mir! Christine? Okay. Ein Glumanda auf 36. Ei. Wiku. Keine Attacken gegen den. Ich bin... Leute, ich muss ehrlich gestehen. Ich bin gerade fucking sad. Ich bin gerade echt fucking sad. Seriously. Das ist schon hardcore triggernd. Klick dick luck. Alles klar. Udis? I don't know, Eis mal? Autonomie? Oder Autonomie oder so? Auf jeden Fall ist es einfach schneller geworden. Okay, Eis nicht effektiv.
Vielleicht Water? Klammerangriff, ja. Macht dann eine Useless-Attacke. Water ist normal, aber wir haben es verwirrt. Ah. Okay, dann mach den Surfer zum Füßen. Schläg dich selbst. Nice. Nice. Du. Aha, aha. Jetzt sagt er auf einmal nichts mehr. Mülleimer ist leer. Mülleimer ist leer. Useless. Useless. Ach, fuck me right in the asshole. Wir müssen ruhig rechts rum. Oh nein, ein Zebrastreifen. Mixtape wird gar nicht irgendwie so Level-Up-mäßig. Jetzt müsste er aber ein Level-Up kriegen. Max-Entwicklung. Ja. Nitro-Ladung, okay. Alles klar. Ich hoffe nur, wenn wir es jetzt physisch angreifen, nicht paralysiert werden mit der feurischen Bro-Fist. Braucht man nicht, okay. Mit Feuerlecker und Mixtape, 38. Na gut, okay. Wie auch immer. Ich bin ein bisschen pisst, aber das Haus, das interessiert mich irgendwie. Das ist halt so verwirrend. Na egal, wie auch immer. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, das supportet das Kanal, Leute. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge Pokémon Schwarz-Weiß Randomizer Anderthalb mit Nuzlocke wieder. Ich bin raus. Peace.